Baby, ja, was sehe ich denn da? Da muss ich aber mal ganz kurz mein Vergrößerungsglas benutzen. Denn das ist in der Tat höchst interessant. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Mörder-Simulator. Ja, wir spielen heute wieder den Tod. Und ich muss gleich streamen, Digga. Ich sehe es gerade. Ich habe vorhin einen Stream angesetzt, Leute. Neurostream. Es sind einfach schon 40 Personen drin, Digga. Der Stream fängt erst in 20 Minuten an. Was geht denn ab? Zwei Schulklassen einfach schon versammelt. Naja, Leute, wir spielen heute wieder den Mörder-Simulator. Ich gehe nochmal schnell in Death Tycoon rein und wir gucken mal, was in der Truhe drin ist. Digga, gönn einfach. Gönn. Mach Truhe auf jetzt. Ein paar Taler auf jeden Fall. Heißt, wir haben wieder ordentlich Kohle. Der Fernseher wurde letztes Mal nicht nachgekauft. Das müssen wir dringend nochmal nachholen, Leute. Und wir nehmen natürlich den absoluten Curve-TV. Ist ja klar. Leute, wenn ihr Bock auf das Format habt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich wünsche euch viel Spaß. Fetter Kuss geht raus und wir holen uns die Seele. Limit Loading. Also, Leute, nur ein, ja, eine Beladung mit einem Limit. Wir können die Cola halt mal da so raufkippen. Aber was bedeutet das dann? Ui. Ui. Weil die Cola so schwer ist. Boah, ist die Frau runtergefallen. Das Paket fällt auf ihr und sie ist tot. Alter, wie brutal war das denn? Guck dir den Teufel an, wie er sich die Seele grabbt. Let's go. Ab zum nächsten. Oha, der Terrorist schießt hier durch die Gegend. Es ist ein Massaker, Leute. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass der Terrorist vielleicht stirbt. Wir gucken mal, was haben wir für Möglichkeiten. Er wird geblendet. Digga, Triple Kill. What? Ja, moin. Und der Teufel sippt an seiner Coke. Getötet von einem Krokodil. Hier unten sehen wir auf jeden Fall, ein Krokodil ist am Start. Wir haben hier irgendwie so ein Floßmäßig. Er denkt an das Holz und springt darauf. Und denkt sich so, yeah, yeah, yeah. Wir könnten natürlich Kopfhörer raufdonnern. Fleisch ein bisschen nach unten. Oh, oh Leute, das ist natürlich jetzt optimal. Wir lassen ihn nochmal Musik hören, damit er sich auf den Tod einstimmen kann. Und ich würde sagen, wir singen das Todeslied. Mein Freund, du bist gleich tot. Spring in den Fluss und friss Kot. Oh, ja, Mann. Hau rein, Bruder. Und das Krokodil ist satt. Entspannt, eine Seele raus. Und der Teufel packt sie ins Seelensäckchen. Alter, der sieht aber auch echt richtig böse aus, oder? Kann das sein? Die Frau wäscht hier. Boah, die hat ein bisschen Schiss, ne? Weil oben ordentlich Kasala ist. Wir können ja mal das Handtuch. Nee, den Besen irgendwie. Nee. Sie haut dagegen. Leise sein, du alter Aal! Oh, guck dir das mal an. Die ertrinkt, weil der Schrank auf sie aufgefallen ist. Sie hat mit dem Besen nach oben, so sei mal leise. Und der Typ, Alter, ich hau da richtig rein. So war er am Ackern, Digga. Und dann gab's direkt, ne? Okay, Leute, also wir sollen den Typen irgendwie ersticken, ne? Können wir ja mal gucken, dass wir so Mehl, ordentlich Mehl darauf machen. Den Typen diese Knete geben. Okay, wir helfen ihm eigentlich nur, das zu machen, was er eh machen soll. Wenn ich mir so überleg, Digga, was soll man mit diesen Sachen hier machen? Ich versteh's nicht so recht, ne? Vielleicht können wir das ja irgendwie in die Füße legen. Oh! Er kriegt den ganzen Bums ab und erstickt. Leute, ich bin gerade in der Aufnahme, Digga. Ich muss es euch einfach zeigen, Mann. Ich bin gerade in der Aufnahme. Herzlich willkommen auf YouTube, meine Freunde. Und krieg hier eine Doni rein, Digga. Weil, wie man sehen kann, ja, Leute, Stream fängt um 20 Uhr an. Alter, ehrenhaft. Digga, Tony Craft macht ja einfach den absoluten Ehrenmann. Digga, vielen Dank, mein Bester. Feier ich ja schon minimal, ne? Okay, Leute, aber wir müssen weiter mit der Aufnahme machen und gucken mal, was noch so geht. Ja, viele sagen, ist unprofessionell, ne? Ich sag, Leute, ich zeige euch alles aus meinem Leben. Getötet von einem Stein. Leute, der Vogel kackt hier irgendwie nach unten und der Typ hat gar keinen Bock. Ihr seht ja, ne? Der Stein ist hier so ein bisschen gesichert. LOL. Wir haben einfach den Stein auf den Vogel geworfen und der Typ wurde mit Vogelscheiße angeschissen. Wie geil ist das denn? Ich würde sagen, Bruder, hau rein. Junge, der ist ja platt wie eine Flunder, Alter. Moin. Der ist bei Mousetrap, Leute. Es gibt irgendwo eine Mäusefalle und daran ist der Typ gestorben. Und der zieht das Ding hier ganz schön brutal hoch, ne? Wir müssen halt echt mal gucken, was wir da gleich machen.
Er packt halt immer so eine Mäusefalle hin. Oh! Easy going, Leute. Da haben wir die Maus einmal kurz rüber ejected. Easy, Leute. Und der Typ ist in die Falle reingeflogen und den hat's komplett zerlegt. Aber ich fand, bisher war kein brutaler, mega geiler Tod dabei. Getötet bei von Feuer. Wir geben dem Eichhörnchen mal die Nuss. Der Hund läuft hinterher. Die Frau verbrennt. Ich hab deinen Rucksack noch, Lady. Ja, das war's mal wieder komplett. Aber ihr wisst, was das bedeutet. Wir können ans Rad. Und es geht los, Leute. Der Freespin ist da. Ich sag mal so, ne? Ich hätte jetzt richtig Bock auf den Dreifachen. Also gönn! Gönn rein! Los, Digga! Noch, Mann! Immerhin 300, aber trotzdem ist das scheiße. Ach, komm. Oh, Baby! Yeah! We will rock you! Wir geben dem Typen mal die Gitarre, das eskaliert richtig und er ist tot, ne? Ey. Lol. Einfach zwei Leute direkt tot. Hä? So, und jetzt wird Zeit für einen weiteren interessanten Tod, meine Freunde. Ein Unfall. Und das ist hier wohl jemand, der hier Schnee schippt. Wir packen ein bisschen Eis rauf, das vereist jetzt. Tschüssi! Und wow! Digga, die wurde ja richtig aufgespießt. Ja, passt ja zum Teufel. Und mieses Tattoo hat er, by the way. Leute, die Goldkette. Digga. Ich habe jetzt auch eine Goldkette. Oh, was? Leute, es ist der Ägyptische. Der ägyptische Gott. Ey, wer den feiert, ne? Der Typ hat doch absolut die cleane Sonnenbrille, wenn wir nächstes Mal ägyptischer Gott spielen sollen, Leute. Hashtag Gott in die Kommentare, Leute. Und ich mache nächstes Mal ägyptischer Gott-Cosplay. Ich sag's ehrlich. Okay. Eine letzte Runde haben wir hier noch auf jeden Fall. Der Superman ist am Start. Wir hauen ihm direkt die Spritze rein. Anabolika. Er wird richtig wild und richtig groß und schlägt so richtig drauf. Und das Ding prügelt ihn komplett in diese Spitze rein. Ja, Superman. Ich glaube, das mit deinem Job hat sich hier erledigt, mein Bester. Oh, Baby, oh, was sehe ich denn da? Da muss ich aber mal ganz kurz mein Vergrößerungsglas benutzen. Denn das ist in der Tat höchst interessant. Ah ja, ich gebe dir mal ja, so ein bisschen Obst drauf. Sie will den Teller wegservieren. Boah, das ist auch eine Melone, oh meine Güte. Was passiert da jetzt? Die Mikrowelle explodiert, stimmt's? Tschüssi! Hau rein! Oha! Alter Schwede! Ja. Scheiße gelaufen, würde ich sagen, ne? Oh, was geht hier ab? Getötet von einem Messer. Ja, dann würde ich doch mal sagen, was können wir denn hier machen? Er will das nicht essen. Okay. Die Flasche Wein steht da jetzt drin. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Oh, oh. Was für eine Kill-Kombo, habt ihr das gesehen? Oha, bis das Messer da in ihm drin war. Ja, moin, Leute. Holy shit. Ja, und ich würde sagen, Digga, damit haben wir auf jeden Fall genügend Seelen erstmal geholt. Geld ist auf jeden Fall auch am Start. Und wir können uns natürlich nochmal ganz kurz was für die Butze kaufen, Leute. Wir gehen direkt mal ins Hauptmenü und bis gleich. So, wir haben hier den Teppich auf jeden Fall und können da nochmal Gardinen dazu kaufen. Sieht jetzt schon viel cleaner aus, finde ich. Unsere Butze wird so langsam. Die Couch ist halt mega hässlich, ne? Ich tendiere eigentlich zu der Couch. Der Tisch, okay, kann man erstmal so nehmen. Was geht hier noch so? Leute, Alter, wir haben nicht mal Internet. Verarsch mich nicht, Digga. Ja. Also ein Ruder brauchen wir ja mal definitiv. Und ich würde sagen, ja, vielleicht noch. Ja, der goldene Football ist schon okay, ne? Dann könnten wir doch theoretisch noch eine Lampe kaufen. Perfekt, Leute. Sieht schon viel besser aus. Und guck mal, also das Eigenheim läuft. Und beim nächsten Mal, würde ich sagen, spielen wir den Ägyptischen. Und das war's mit einer weiteren Folge vom Mörder Simulator. Wenn sie euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaltet mal ein Abo raus. Checkt eins von diesen beiden Videos aus. Ich wünsche euch was. Fetter Kuss, meine Freunde. Denno out.